Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Plakate von Thüringen. Wir sehen jetzt auf Feld Nummer 12 Gras aus. Laut Plan soll das dann entsprechend spätestens im Frühjahr mehrreif sein. Am zweiten Tag, wenn möglich. Dann werden wir auch am zweiten Tag mitgehen mit der Aussaat. Wenn außer die Karte kommt neu, wo mit neuen Karten anfangen muss, also mit neuen Spielkarten muss ich. Dann werde ich das alles so ein bisschen durchchecken, dass ich mir alles überhole, was ich brauche, was ich hier hatte im Prinzip, was ich im Prinzip hier da anfange, wo ich aufgehört habe. Ja, die fahren mit einer schönen Geschwindigkeit. Gehen wir gleich auf Feld Nummer 48. Weil dann wäre ja fast fertig. Ich habe bisher auch gemacht, dann würde ich das auch noch gut machen. Wenn man jetzt die Fahrweise nicht verstehen kann, verstehen schon, er will dahin. Ja, passt schon. Nacharbeiten, wenn wir hier noch machen müssen, das steht fest. Tja, dann geht er vorwärts. Nur noch die nächste Dings. Das klappt soweit alles. Der ist auch dabei. Das läuft. Da werden wir jetzt den Rest Weizen in Silo kippen und ein bisschen Rest noch im Drescher drin haben. Hoffe, wir müssen nicht kalken. Dann werden wir entsprechend morgen die Ernte auf, also ingeben morgen, also dann muss ich mal schauen, dass wir in der nächsten Ernte vorbereiten. Sonnenblumen, dass wir da schon mal zwei hinstellen. Schneidwerk anhängen und die Drescher vorher reparieren. Damit da keine Verluste haben. In puncto Ernteverlust. So. Dann haben wir hier noch irgendwo noch einen LKW unten. Den kann ich jetzt auch löschen. Das andere ist Kalkstreuer. Den mal stehen lassen. Ja. Oh, haben wir jetzt hingefahren. Vorgarten. Wenn wir ganz gucken hier, wo sind wir jetzt hier angekommen? Ha. Da haben wir die Kurven gekriegt. Gut, bin er versichert, ne? Hätte ich auch so denken, wenn einer im Vorgarten arbeiten würde. Gut, zum Glück passiert hier auch nichts hier. Den werden wir gleich hier stehen lassen, wo LKW ganz schön kaputt ist. Aber das macht nichts. Den werden wir mal gleich den Kurs aussuchen. Der ist sehr, ob es daran liegt, dann reparieren wir mal gleich. Wenn er so spinnt, dann reparieren wir ihn mal ganz kurz. 35% oder 32% muss nicht sein. Ein bisschen fahren muss er ja noch. Ja, wenn das Feld 12 ausgesät ist, komplett, dann können wir auch ein bisschen schneller fahren lassen. Dann kommt so die Nacht. Wenn Feld 12 fertig ist, denke ich mal,
So, wo ist eine Reparaturstation? Oben in der Halle. Die Werkstatt. Schon alles im Weg hier. Ja. Oh, mächtig im Weg. Ja, dann werden wir mal sehen, ob wir ein Fahrzeug kriegen. Wer hat die bloß angestellt hier? So, den fahren wir gleich hin zum Punkt, wo wir den Weg abfahren wollen. Die wollen wir ganz kurz die alten löschen. Neuen Laden, das heißt hier Aussaat, Überführung, Feld Nummer 38. Ja, machen wir es mal hier bei mir Kurse drin. Also müsste ich mal eigentlich mal komplett sortieren oder löschen. Das ist typisch. Ach, das ist anders fertig. Ah, das passt. Dann ist Feld Nummer 48, glaube ich, ist er fertig. Lege immer so in die Hand ins Feuer, dass jetzt das so ist. Oh, das passt sogar. Wo hängt er jetzt fest? Am Baum? Nee, an der Kante hier. Also, die Straßen sind manchmal ein bisschen ungünstig gebaut, sagen wir so. Das wird hier spannend. Aber normalerweise müsste Anne jetzt im Prinzip stehen und warten. Ja. Vollpfosten hier immer Platz. Der nächste Punkt vorstört. Ach nee, nee. Ja, Felsfall wird ein bisschen. Ja, weiß ich auch nicht. Lass mal den Vorsprung lassen fahren. Gönn ihm den Vorsprung. So, am ersten nicht mehr, da muss ich aufpassen. Gut. Da lang wir bitten. So. Dann mit gleich ein Stückchen mit hier. Gut. Ist einer fahren oder ist auch fertig? Klappt mal zusammen.
Aber der ist fast leer gefahren, nicht schlecht. So. Dann war der fertig. Na, er macht nichts, dann machen wir halt den Rest allein mal, ne? So. Ist ja nicht mehr so schlimm. Wollten eh noch Arbeiten machen. Stroh hätten wir uns sparen können hier. Strohschwatt. Wie gesagt, der Strohpreis ist im Keller meistens und dann, na, das lohnt sich nicht. Das ist mir alles lieber, wir kriegen die Saat raus, die nächste Saat. Dass wir da entsprechend noch eine, zumindest im Frühjahr eine Ernte machen können, bevor wir aussehen. Im Herbst, letzten Herbst oder im ersten Wintertag, vielleicht. Dass wir da mal schön Gras machen können. Ich meine, für die BGH ist das Gras im Winter auch schlecht, nicht schlecht oder nicht, auch perfekt geeignet. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir noch ein bisschen die Ecken nachkriegen oder irgendwie finden. Wo sich der Aufwand dann noch lohnen würde, das Ding auszuklappen. Ja, da zum Beispiel ist eine Ecke. Am Rand würde ich mal sagen, ja, mache ich auch noch mit. Weil das Gras kann ja an sich stehen bleiben. Da war auch kein Weizen am Rand, aber wenn ein Gras stehen bleibt, ist ja nicht so tragisch. Mit dem kann man ja ganz gut leben. Optisch besser aus, wenn ein Gras steht, als wenn da irgendwie Stoppel rumhängen. Also wenn Kurster die Bäume erkennen würde, dann könnte man auch scharf nehmen und dann könnte er entsprechend, dann müsste er entsprechend fahren. Ne? Also das ist nicht ganz einfach. Denn wenn er hier nicht scharf fährt, kann sein, dass ein oder andere Baum im Weg steht. Ne? Der wahre Helfer, der Helfer von Giants im Spiel. Würde dann den Bereich gar nicht aussehen, sondern die, also die Straßen weiträumig meiden und die Kollisionen sind, die Bäume und so weiter, würde auch meiden. Also da muss man hier komplett nacharbeiten. Von daher ist das hier schon optimal. Bin dann gespannt, ob auf 12 auch kalken müssen, das kann natürlich sein. Mal jetzt außen. Die Felder sind die kalt, die neuen. Der neue, also 48, 49 sind die kalt, da braucht man gleich gucken. Aber die 12 könnte sein. Schauen wir mal näher. Gleich. Geduld, Geduld. Die Ecke noch. Folge mir, muss ich noch einfach aufbringen und dann ein bisschen gucken, wie es funktioniert. Wenn mehrere Fahrzeuge hast, ist das sinnvoll. So einen großen Aufschlag gibt es doch gar nicht für alle Fahrzeuge. So, nächste Ecke haben wir erreicht. Dann können wir gleich drüben im anderen Feld die eine Ecke machen. Strohhaufen entzaubern hier. Ist ein bisschen Risiko, weil die Saat ist ja im Prinzip früh ausgebracht worden und das könnte sich in der Aussaat auswirken später, also in der Ernte. Ich meine, gut, da wäre auch egal. Wahnsinn. Jetzt haben wir praktisch
alle Felder bis auf die 12 noch nicht fertig. Ja, fahren wir jetzt zurück. All den wir noch anderen noch entsprechend wieder aktivieren. Der ist weit genug weg. So, ausklappen, Junge. Na, da scheint er zu treffen, das ist gut. Prüfe ich noch mal ganz kurz. Ja. Ah, der andere nicht erkannt. Am Rückplatz fahren. Gut. Können wir die anderen Fahrzeuge zurückfahren? Zum Hof. Mit der Wartung würde ich persönlich noch warten. Obwohl. Dann will man den Platz mal schaffen, dass die anderen gewartet werden können. So, wenn sie da rangehen, auf die Innenansicht nehmen, hier in die Kurerei. So, das Uhrzeit ist jetzt kurz vor 4 im Spiel, 3:15 durch. Bei mir ist 16.20 Uhr. Ja. Ich hätte gerne das Feld 12 fertig, bevor ich überhaupt was anderes mache. Da müssen wir auch noch die Aussaat vorbereiten. Da können wir mit 4 Fahrzeugen fahren. Wenn es ins Gras reinkommt, 4 Fahrzeuge. Und da beginnt von links hier. Hat nur gut geklappt jetzt mal. Sollen wir dann sowieso alles voll machen. Das ist dann ganz wichtig. Aber erst müssen wir oben das alles freischaffen. Ja, schnell laufen wollte ich. Ja, Feld 12 ist etwas ungünstig geformt. So ist mein Eindruck. So, den nehmen wir auch gleich wegfahren. Wegfahren und parken. Brauchen die Hänger, brauchen wir immer nicht. Nicht mehr. Können wir hier rein. So, liebe Frau Lascher, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Das war noch Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.